machen heute, was ich finde sehr spannend ist. Und damit, hello my friends. Wir werden nämlich heute Mini-Rosenbrötchen backen, sag ich mal. Wir machen erstmal Teig und Mehl. So, dass wir erstmal einen Teig ein bisschen wälzen. So, also, oder kneten. So, wunderbar. Das Rezept zum Teig weiß ich leider nicht, weil ich vielleicht den Teig nicht selbst gemacht habe, sondern meine Mama. Keine Ahnung, aber es ist nur vielleicht. Und wir fangen gleich mal an. Der Teig muss erstmal in Mehl gerollt werden, also so, keine Ahnung, ausgerollt werden, wie so Plätzchenteig. Es werden Rosenbrötchen, habe ich ja schon gesagt. Und ich glaube, die sind echt ziemlich lecker. So, wir brauchen eindeutig mehr Teig. Wir nehmen einfach den ganzen Teig, let's go. So. So. Jetzt ausrollen. Nein, nein, okay. Ich mal hier ein bisschen hinrollen. Ach ja, ich bin kein Backprofi oder Kochprofi oder irgendwie sowas. Also, ich zeige euch nur das Rezept. Einmal schon ausrollen. Ja, und dann brauchen wir Öl. So, da bellt ein Hund. Also nicht irgendein Hund, sondern unser Hund. Also nicht wundern. So, den rollen wir nochmal richtig schön aus. So. Jetzt muss da Öl hin. So. Öl, das Öl verteilen wir mit einem gereinigten Spielmesser. Gereinigten Spielmesser, oder wie man das nennt. So, das kann gleich ein bisschen überlaufen. Das ist gar nicht schlimm. So, ich habe nämlich auch ziemlich viel Öl genommen, muss ich sagen. Das kann man dann noch so ein bisschen weg verteilen. Das könnt ihr natürlich mit Mehrteig machen. Und ein Rezept zum Teig habe ich ja nicht. Habe ich ja, glaube ich, schon gesagt. Na gut, dann kommt Zucker. Wir nehmen jetzt den braunen Zucker, weil ich finde braunen Zucker leckerer. Und das ist, glaube ich, auch gesünder. Oh, das war ein bisschen viel Zucker. Egal. So, alles drauf. Dann braucht ihr Mohn. Oder, ja, ich glaube, wir haben Mohn. Davon kommt nicht so viel drauf, aber auch ein bisschen. So, dann muss man das einrollen. Ist gerade das Wort nicht eingefallen dafür. So. Und jetzt in Stücke schneiden. Dafür habe ich ein Messer. Das ist so durchgeschnitten. Kann man das so? Ja, ne? So. Dann sollte es so aussehen. Dann müsst ihr eine Seite unten so ein bisschen so zudrücken und die andere Seite aufmachen. So sollten die ungefähr aussehen. Ein bisschen schöner vielleicht. Zudrücken. Aufmachen. Ja, Hilfe. Vielleicht wird er ja ganz gut. Zudrücken, aufmachen. Ja. Ja, es geht. Zudrücken, ruhig richtig dolle und hier auch und aufmachen. Zudrücken. Aufmachen. So. Dann können wir noch ein bisschen Mohn drauf streuen, weil Mohn ist eigentlich ziemlich lecker, finde ich. So. Wunderbar. Und weil wir nicht genug Zucker haben, auf jeden Fall noch so ein bisschen Zucker auf jeden. So, dann sind die eigentlich fertig. Jetzt müssen die nur noch gebacken werden und dann kann ich das Video hochladen. Also mit ein bisschen Schneiden vielleicht. Ah nein, vielleicht ein bisschen viel Öl. Egal. Let's go. Nach 3000 Jahren warten sind die Brötchen sind jetzt auch mal fertig. Die sind ein bisschen heiß, aber so sind die geworden. Ich kann euch ja mal zeigen, wie eins aussieht, das größer ist. Finde ich eigentlich ganz süß. Die kann man schön mitnehmen. Zum Beispiel auch so für die Schulpause. Ist eigentlich ganz schön geworden. So. Und so sieht das eigentliche Brötchen aus. So zum Vergleich. Die sind jetzt vielleicht nicht so schön geworden. Das ist ganz schön geworden. Meine Mama kann das ganz klar besser, aber ungefähr so sieht das aus. Wartet. Die sind viel fluffiger. Die sind härter, aber naja, gut. Ich finde die eigentlich ziemlich schön geworden. Das Rezept werde ich euch nochmal in die Infobox schreiben. Tschüss, Leute!